Der Fraueninitiativkreis Siebigerode veranstaltete am Vorabend des 1. Mai einen Hausflohmarkt im Garten rund um den Stammsitz der Gruppe im sogenannten Rosehaus in der Feldstraße des Ortes. Der Fraueninitiativkreis Siebigerode, kurz Fixgruppe genannt, das sind ca. 20 Damen, zumeist aus dem Ort, von denen manch eine schon ihren Ruhestand genießt, andere in den verschiedensten Berufen ihrer Arbeit nachgehen. Sie wollen sich einbringen und etwas für ihr Dorf bewegen. So gab es neben dem Flohmarkt, der zum zweiten Mal stattfand, über die Jahre schon so manche Aktion, mit der die Frauen durch ihr ehrenamtliches Engagement die 500-Seelen-Gemeinde lebenswerter gemacht haben. Auch der Hausflohmarkt soll sich im Veranstaltungskalender etablieren. Fast alle steuerten etwas zum Anbieten bei. Von der zu eng gewordenen Klamotte über Taschen, Porzellan, Spielzeug, Bücher, Werkzeug bis hin zu Haushaltsgeräten, Töpfen und selbstverständlich Gläsern in allen Ausführungen. Das war früher so, wenn du nichts im Glasschrank hattest, da hattest du ja irgendwie immer was von Polen, von da und von da. Oh, das habe ich nie benutzt. Ich habe es Tatsache nur da reingestellt bis zum heutigen Tag. Ist das nicht furchtbar? Das ist furchtbar. Und jetzt hat aber ein Umdenken erfolgt. Ja, jetzt feuern wir es raus. So, wir haben auch Besuch aus Halle hier. Kennen Sie sich aus mit Flohmärkten? Bisschen. War schon seit 2 Jahren auf keinen mehr. Das ist klar, aber Sie machen hier einen routinierten? Nein. First time. Ja, genau. Wollte schon immer mal so eine Flohmarkt-Tante sein. Auch die Verpflegung über den Tag hatten die engagierten Siebigeröderinnen selbst übernommen. 12 verschiedene Kuchen wurden auf dem Buffet angeboten. Dazu gab es Kaffee oder Sekt und das alles bei passendem Frühlingswetter. Die meisten Dinge gingen wieder für ganz kleines Geld über den Tisch. Trotzdem waren die Mitglieder der Fixgruppe aus Siebigerode beim abendlichen Kassensturz sehr zufrieden und können das Geld abermals nutzen, um kleine, aber manchmal ganz wichtige Dinge in ihrem Heimatort zu bewegen.